Mit Wort, Musik und Spiel wird heuer im Advent Wiener Neudorf erobert. Zwei Frauen machen Kabarett. Sie erzählen eine Weihnachtsgeschichte. Schaut in der Krippe, liegt ein Kindlein im Stroh und der Esel macht wie A und ist froh. Die Engel singen und der Weihrauchduft verpestet die Luft. Zuschauer werden in eine Welt des Musikkabarets entführt. Von einer Steirerin, Gudrun Nikodem Eichenhardt, und einer Griechin, Caroline Athanasiadis. Wir sind eine explosive Mischung aus südsteirischem, naja, weststeirischem Temperament. Südwest, wenn man ganz genau ist. Genau. Und einer griechischen Nase. Also wir sind die Kernöl-Amazonen. Das ist das steirische Kernöl und ich bin die griechische Amazone. Weil es geht uns voll am Keks, zu sein Kugel und Keks. Mit kernigem Charme erzählen sie das Weihnachtsmärchen Kugel und Keks. Es ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein herkömmliches Weihnachtsprogramm, aber ich denke mir, Weihnachten ist das Fest der Freude und man soll ein bisschen lachen und die beiden Damen schaffen es, den ganzen Saal wirklich zum Toben zu bringen. Ein musikalisches Weihnachtskabarett, wirklich, muss ich sagen, mit Unterhaltungswert auf höchstem Niveau, gesanglich und auch inhaltlich wirklich sehr interessant. Sofern den Tag ich überlebe, es wird nicht mehr gefeiert. Ja morgen fang ich ein neues Leben an. Und wenn nicht morgen, dann übermorgen oder zumindest irgendwann. Caro und Gudrun werden als Kugel und Keks wiedergeboren und landen auf der Erde. Sie suchen ihr Glück bei einer Weihnachtsfeier. Such ich ein Keks, das nicht nur saufen kann. Das ist quasi die Mission dieses Stückes, dass wir den Fluch brechen wollen. Wir sind jetzt gerade mal in der Pause und wer weiß, ob es uns gelingen wird heute Abend. Genau, schauen wir mal. Die tapfere Griechin und die Frau vom Kernölplanet.